Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Trinkschokolade für Erwachsene. Wir machen einen Schokoladenlikör und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Schokolade brauchen wir natürlich für unseren Schokoladenlikör und zwar ist das Zartbitterschokolade 150 Gramm, die ich schon mal so ein bisschen in Stücke gemacht habe, damit es der Kessel einfacher hat, das Ganze jetzt zu schreddern. Auf Stufe 8 wird das Ganze jetzt 7 Sekunden zerkleinert. Zu unserer fast schon pulverisierten Schokolade gebe ich jetzt noch 550 Milliliter Sahne. Und wenn ihr euch fragt, warum mache ich das aus dem zweiten Kessel? Ich finde den Messbecher nicht. Irgendwas ist immer. 70 Gramm Zucker kommen noch hinzu, sowie 50 Gramm Kakaopulver. Ja, da könnt ihr dieses für Kinder, was man da so kennt man. Außerdem sollten noch 70 Gramm Honig rein. Das wird ein sehr süßer Likör. Und das Ganze wird jetzt 7 Minuten auf 80 Grad in Stufe 2 erhitzt. Damit unser Schokoladenlikör auch wirklich ein Likör wird, kommt jetzt natürlich noch Rum hinzu. Und davon gleich 200 Milliliter oder 200 Gramm. Das gießen wir jetzt einfach hier dazu. Ups, 210 Gramm. Naja, ich glaube, das ist nicht schlimm. Das Ganze wird jetzt nochmal eine Minute auf Stufe 4 miteinander vermischt. Und damit ist unser Likör fertig. Ja, wir sollten ihn vielleicht noch abkühlen lassen, damit es nicht ganz so reinhaut. Ihr macht das am besten so, dass ihr das in Flaschen abfüllt. Das reicht ja jetzt für 2 0,5 Flaschen müsste das reichen, wenn ich genau mitgezählt habe. Und kann man im Kühlschrank aufbewahren. Ich denke, hält sich so 2 Wochen, ja, wenn es sich halten muss. Aber es riecht schon mal sehr, sehr schokoladig und sehr gut. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt das Risiko eingehe, das Ganze schon mal probiere, obwohl es noch warm ist. Aber man kann ja Likör auch warm trinken, ne? Dann wirkt er halt schneller. Oh, das schmeckt nach Weihnachtsmarkt. Nee, muss ich sagen, ist wirklich sehr, sehr lecker. Gute Idee übrigens, so für den Winter kann man vielleicht auch noch so ein paar Gewürze mit dran machen, irgendwie Zimt oder Kardamom oder so ein paar Lebkuchengewürze oder sowas, kann ich mir ganz, ganz interessant vorstellen. Also so schmeckt es aber schon mal sehr gut. Ich werde mich jetzt hier nicht zukippen, denn es ist 9:30 Uhr morgens und wenn ich jetzt da weiter trinke, dann werden die nächsten Rezepte, die wir hier für euch kochen, wahrscheinlich, sagen wir mal, lustig. Zumindest für euch, nicht unbedingt für mich. Ihr solltet auf jeden Fall das Ganze mal nachkochen, ausprobieren. Vielleicht habt ihr auch schöne Ideen. Was macht ihr für Liköre im Thermomix? Schreibt mir das am besten runter in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Und schaut auch einfach mal in unser Forum www.wunderkessel.de. Da stehen die besten Rezepte für den Thermomix. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Video und cheers.